2:0. Schlaghaft angegriffen, Cutlets! Cutlets! Und das 3:3! Je to ta Česká republika, hraje finále mistrovství Evropy! Pak přišla lahůdka. Cutlets 2:0. Takovéto solo si dovolil nejlepší hráč na hřišti, Cutlets. Co scházelo v brance? Aktivnější hosty srazila do kolem 45. minuta. Cutlets rozehrál přímý kop, Kovačík efektně narazil a domácí vedli 1:0. Zajistil Brnu výhru 2:1. Der deutsche Pokalsieger 1996 heißt 1. FC Kaiserslautern.
In der Zwischenzeit nur noch Cutlets am Ball. Achtung, ein Schuss wie ein Strich. 1:0 für den ersten FC Kaiserslautern. 31 Minuten gespielt. Cutlets läuft an, verliert diesmal auch Uli Stein. Der tschechoslowakische Nationalspieler von Körnsdorf. 3:4. Und links steht da bereit Miroslav Cutlets, der Libero, und er nervt die Mauer und so über Vollborn. Besteht 1:0 für die Pfälzer nach 8 Minuten. Das erste Tor des ersten FC Kaiserslautern. Miroslav Cutlets und das 1:0 in der 43. Minute. Keine Chance für Rene Müller, aber wir werden sehen, die Abwehr von Dynamo Dresden schlecht postiert. Dann Freistoß Lautern, Miroslav Cutlets. Was für ein krummes Ding! 2:3, der Anschlusstreffer. Miroslav Cutlets, herrlich gemacht, erneut die Führung für Kaiserslautern nach 65 Minuten. Cutlets, die zweite. Das 2:0 nach 85 Minuten. Unglaublich, aber wahr, die erste Torchance nach 26 Minuten bescherte Lautern das 1:0 und Udo Mai konnte nichts dazu. Cutlets steht bereit. Zum ersten, zum zweiten und Tor. 34 Minuten gespielt, das 2:0, das siebte Tor nach einem Freistoß. Damit sind die Lauterer die absoluten. Freistoß für die Pfälzer und ihr Spezialist heißt Miroslav Cutlets. Welch ein wunderbarer Schuss, welch wunderbarer Effekt, nicht mit Gewalt, nicht mit der Brechstange. Technik, die verblüfft. Wieder Freistoß. Miroslav Cutlets, das müssten die Schwaben aber wissen, wahrlich keine Eintagsfliege. 12 Tore bisher geschossen, 11 durch Freistöße. Der Freistoßspezialist hat klasse. Eine Minute später, Freistoß Lautern, der Experte Cutlets guckt, Uerdingen hüpft und Cutlets trifft. Ausgleich. 13. Bundesliga-Treffer von Cutlets. Einen hat er per Elfer erzielt, das restliche Dutzend per Freistoß. Miroslav Cutlets, kaum ein anderer Bundesligaspieler, ist bei Freistößen so gefährlich.
da haben wir Cutlets. Der wird da von Schindwall nur zaghaft angegriffen. Cutlets! 52. Minute, 2:1. Tja, zu diesem Miroslav Cutlets. Und das 3:3. Ein Schuss wie ein Strich. Letzte Minute, Freistoß, Cutlets. Traumhaft schön in den Winkel. Das 1:3, aber wer Glück dann auch beim einzigen Tor in der 36. Minute, als Cutlets Schuss von Wörns unglücklich zum 0:1 abgelenkt wurde. Cutlets. Marschiert los, Slalom auf dem Betzenberg. Marschall, wieder Cutlets und das 2:0.
Tak kdo zbývá? Mirek Kadlec. Je to tak, Česká republika hraje finále mistrovství Evropy. Miroslav Kadlec dal gól, znamená to, že jsme vyhráli na penalty 6-5. Není co řešit.